Hola Ebon Diaz aus Bolivien. Heute möchte ich euch von hier ein Haus vorstellen, welches zum Verkauf ansteht. Es wurde die ganze Zeit als Wochenendhaus hier genutzt. Von daher gibt es auch ein kleines Häuschen für das Dienstmädchen, was also dieses Haus hier gepflegt wird, kann natürlich denn in Zukunft auch anders genutzt werden. Los geht's! Das Haus liegt in einer Nebenstraße. Bis zum Zentrum sind es nur wenige Gehminuten. Die Galerie geht ums ganze Haus. Der Zugang zu allen Zimmern erfolgt von der Gartenseite. Die Terrasse lädt zum gemütlichen Kaffeetrinken und zum Schwätzchenhalten ein. Die verarbeiteten Holzteile sind naturbelassen. Das Grundstück hat eine Gesamtgröße von 1200 Quadratmeter. Auf dem Grundstück befinden sich verschiedene Obstbäume, wie hier eingeblendet. Im hinteren Teil des Grundstücks befindet sich ein kleines Haus mit ca. 80 Quadratmeter, welches derzeit von der Haushälterin bewohnt wird. Dies kann in Zukunft natürlich anders genutzt werden. An dem Tag der Aufnahme hatte es stark geregnet, so konnte man gut sehen, dass das Wasser nicht zum Haus läuft. Das Haupthaus wurde 2005 erbaut und hat eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmeter. Die überdachte Fläche des Hauses beträgt ca. 200 Quadratmeter. Das Schlafzimmer mit einer vernünftigen Größe hat sein eigenes Badezimmer. Das zweite Zimmer wird derzeit unten und oben als Gästezimmer benutzt. Auch hier ein eigenes Badezimmer. Und im oberen Bereich ein Balkon. Die ebenfalls große Küche befindet sich nebenan. Ferner gibt es noch einen Abstell- und Geräteraum sowie eine Gästetoilette. Das Mobiliar kann auf Wunsch gerne übernommen werden. Das war also hier das Haus. Den derzeitigen Kaufpreis könnt ihr unten in der Videobeschreibung sehen. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr dort auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt. Hasta luego!